habe zwei Probleme jetzt. Ich muss sie jetzt wach halten, denn nach dem Essen ist es nicht so ganz einfach zu sprechen. Und das Zweite ist, ich habe eine Präsentation mitgebracht, aber die geht nicht. So. Ja, aber das ist überhaupt kein Thema. Ich spreche eigentlich auch viel lieber ohne Präsentation, weil eigentlich stört mich das immer, wenn mich da irgendwas immer wieder so auf Linie hält. Und so kann ich viel freier natürlich reden. Das ist überhaupt kein Thema. Was mir noch aufgefallen ist, auf dem Prospekt steht drin wissensmanufaktur.de. Es ist wissensmanufaktur.net. Das ist mir sehr wichtig, weil das eben halt sehr oft verwechselt wird. Die Zeit ist vorangeschritten, ich komme gleich zum Thema, wer ich bin, was ich bin, lasse ich mal jetzt weg. Die Profilneurose stimuliere ich lieber, wenn ich mehr Zeit habe. Ich habe jetzt hier nur eine begrenzte Zeit und mir geht es um ein tatsächlich sachliches Thema. Und zwar um das Thema Kommunikation. Und das Thema Kommunikation, keine Angst, geht nicht um reine Kommunikation, sondern es geht um die Inhalte. Die Kommunikation macht vor allem nur dann Sinn, wenn wir wissen, worüber wir reden und auch alle die gleichen Vorstellungen von dem haben, was wir sagen und wovon wir reden. Es geht um das große Thema Begriffsbestimmungen. Leider ist dafür überhaupt keine Zeit mehr in der heutigen Zeit, weil wir ja wahnsinnig hektisch hinter den fehlenden Zinsen herrennen müssen, die uns unser Finanzsystem beschert. Darüber spreche ich ja nun schon seit vielen Jahren, referiere schon seit vielen Jahren über diese Thematik. Und ich habe voll Freude festgestellt, es sind auch immer mehr Leute, die diesen Themen auch hinterhergehen und auch meinen Thesen folgen. Denn es ist natürlich so, dass ich mich auch sehr oft geirrt habe in meinem Leben. Nicht privat meine ich jetzt, sondern vor allem eben halt in meinem Job, wo man bestimmte Dinge halt auch falsch einschätzt, weil man einfach neue Wissenssituationen dazu bekommt, die einen dann plötzlich das Weltbild wieder mal einschwenken lassen, wieder einbrechen lassen. Und ich möchte Ihnen aus meinem jetzigen Weltbild auch ein bisschen was erzählen. Aber mein Hauptthema soll sein, eins der ganz großen Dogmen einmal begriffsbestimmlich zu bewerten, wie ich es sehe nach meinen Forschungen. Und das ist das Thema Demokratie. Demokratie ist ein hochspannender Begriff, weil jeder ist der Meinung, Demokratie ist gut, das Gegenteil ist Diktatur und Diktatur ist schlecht. Aber niemand weiß, was eigentlich Demokratie ist. Und bevor wir uns nicht in diese Thematik reinarbeiten und darüber diskutieren, was das überhaupt ist, Demokratie, brauchen wir eigentlich gar nicht groß uns unterhalten. Hier handelt es sich um ein Dogma. Und ich möchte hier erst einmal kurz ein paar Dinge darstellen. Das Wort Demokratie setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Und ich musste hier in das Alte... Der kann ruhig schreien, ich bin lauter. Kein Problem. Ist echt kein Problem. Und es ist so, in der Demokratie müssen wir bei dieser Thematik ins alte Griechenland zurück. Weil es gibt sonst keine begrifflich darüber. Wir müssen uns mit der etymologischen Bestimmung auseinandersetzen und wir müssen auch wirklich dann mal zurückgehen, woher kommen diese Begrifflichkeiten. Demos ist der erste Begriff. Ich muss es relativ kurz machen, weil meine Zeit ja nur relativ begrenzt ist. Demos heißt das Volk, sagen viele. So wird es auch unterrichtet. Für diejenigen, die, wie ich mal, das alte Altgriechisch noch gelernt haben, in einem althumanistischen Gymnasium, also dieses berühmte Andraimo, Enepemusa, Polyktropon, Hosmala, Polla, da gibt es ja so einige, die kennen das. Demos heißt nicht das Volk, sondern Demos heißt das Dorf. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also der Begriff Demokratie besteht aus zwei Begrifflichkeiten. Der erste Begriff ist Demos. Und der beschreibt schon einmal die Region, wo eine Demokratie, wenn überhaupt, nur gelten kann. Und das ist ein Dorf. Wir stellen also schon einmal fest, dass Demokratie grundsätzlich nicht auf große Strukturen angelegt sind, wie zum Beispiel Deutschland, verschiedene Bundesländer oder als ziemliches Geschwür wäre zum Beispiel die EU zu nennen oder sonstige Dinge, die ganz deutlich gegen das Dorfsystem im Rahmen einer Demokratie schon mal verstoßen. Das zweite ist der Bereich Kraten. Und Kraten heißt herrschen. Herrschen ist, das muss man einfach mal, ich kann nicht so gut schreiben, ich kann besser malen. Ich bin Waldorfschüler, da kann man sogar seinen Namen tanzen. Es ist auf jeden Fall so, es ist so, jetzt lachen Sie an der völlig falschen Stelle, aber okay.
Also herrschen heißt natürlich auch sich selbst beherrschen. Ein sich selbst beherrschendes Dorf. Das ist Demokratie. Demokratie ist ganz klar festgelegt im alten Griechenland. Eine dörfliche Struktur. Und diese Begrifflichkeiten möchte ich gerne mit Ihnen durchgehen, weil damit können Sie jeden mittleren Politiker, gut, das ist jetzt vielleicht auch sehr unfair, aber auch intelligente Leute an die Wand nageln. Ja, es ist logisch. Warum ich das sage mit dieser Provokanz, das beweise ich Ihnen auch, weil wir nicht in einer Demokratie leben, sondern etwas ganz anderem. Wir haben diese Systematik aus der alten Demokratie bestand aus drei Systemen. Das ist jetzt fast eine Vorlesung. Viele kennen mich auch aus Kanada. Ich unterrichte da unter anderem an einer Uni immer wieder mal in Vorträgen in Antigonish, in Nova Scotia. Du müsstest es eigentlich kennen, Andreas, ne? Da. Die Deme. Die Deme ist das erste Organ innerhalb einer Führungsstruktur eines Dorfes. Die Deme ist die Führungsriege, Führer genannt. Ich möchte mit unseren Begrifflichkeiten exakter umgehen, weil ich rede von Führern, nicht von Verführern. Auch da wird permanent, auch in unserer gerade neueren Geschichte, sehr schlampig mit unseren Vokabeln umgegangen, weil wir die größten Verführer unserer Geschichte als Führer bezeichnen. Das an sich finde ich schon ziemlich absurd. Und ich möchte Sie bitten, sehr genau hinzuhören, weil sehr schnell radikale Tendenzen interpretiert werden, wenn einer das Wort Führer fehlerfrei aussprechen kann. Weil Führer könnte ja auch was Sinnvolles sein im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. So, das ist die Deme. Die Deme wurde nicht gewählt, sondern die Deme war eine aristokratische Führung. Eine Diktatur gewissermaßen, aber in einem Dorf. Und wenn eine Diktatur in einem Dorf ist, kann sie durchaus funktionieren, während eine Demokratie überregional gar nicht funktionieren kann, sondern immer in einer Tyrannei entartet. Aber auch da kommen wir gleich drauf. Ich will es nur schon mal vorweg sagen, in welche Richtung ich gehe. Ich bin bei der Analyse des Wortes, des Begriffes. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch mal wissenschaftlich mit bestimmten Themen auseinandersetzt und einfach mal eine Ableitung macht, damit, wenn wir in Zukunft von Demokratie reden, vielleicht einfach auch eine andere Vorstellung davon bekommen. Die Deme ist also die Führung. Dann kommt als nächstes die Bürger. So, wir kennen die Bürger, den Begriff, und alle glauben in der heutigen Zeit, der Bürger, ja, das sind wir. Falsch. Der Bürger war im alten Griechenland, gehörte zu einer speziellen Gruppe, zu einer privilegierten Gruppe. Das waren die sogenannten Senatoren. Das waren die sogenannten Abgeordneten. Das kennen wir noch in Bremen und in Hamburg, da kennen wir es noch. Da gibt es die Bürgerschaften. In der Bürgerschaft sitzt nicht der Pöbel. In der Bürgerschaft, da sitzen letztendlich privilegierte Organe der Führungsstruktur, eine Art Kontrollorgan. Und jetzt kommt dazu als nächstes das Volk. Was ist denn das Volk? Aha, das sind wir. Falsch. Das Volk waren auch ausgesuchte Menschen im alten Griechenland, die demetreu und bürgertreu waren, die ethnisch immer zur selben Volksgruppe gehörten, ethnisch. Und das waren dann die Leute, denen man das Recht zugestand, Waffen zu tragen. Das war die spätere Armee. Das Volk war die Armee. So, und diese hier zusammen, die Deme, die Bürger und das Volk, haben von den Bewohnern eines Dorfes anteilig nicht mehr als 10% ausgemacht. Der Rest, das waren die 90%, die gehörten nicht zur Deme, sondern die gehörten zum Idios. Idios ist auch ein griechisches Wort, woraus sich das Wort Idioten ableitet, aus der heutigen Zeit. Idios ist im Prinzip letztendlich die Gruppierung, die man auch als Untertan oder als Sklaven bezeichnen kann. Nein, Sklave ist eigentlich ein falscher Begriff, weil im Rahmen einer vernünftigen Demokratie kann diese Struktur außerordentlich gut sein. Denn wenn hier ordentliche Führerpersönlichkeiten sind, eine ordentliche Struktur der Kontrollorgane und eine sauber strukturierte Armee, die das Interesse des Dorfes vertritt, dann können die Idios hier unten durchaus ein sehr komfortables Leben führen. Zumindest besteht eine gute Chance. Ein solches System ist ganz klar die Demokratie. Und diese Demokratie kann natürlich niemals im Großen funktionieren, sondern nur im Kleinen.
Wie kommt es denn, dass die größten Verbrecher in Bronze gegossen auf Marktplätzen stehen mit großen Gedenktafeln? Weil es gar keiner weiß, was sie getrieben haben. Und warum? Weil es unübersichtlich wurde. Weil wir nämlich diese Demokratie schon seit Jahrhunderten nicht mehr leben. Weil wir nämlich seit Jahrhunderten bereits in überdimensionalen Konstruktionen, in sogenannten Völkerwucherungen, die wir dann eben halt Staatengebilde nennen. Wir sprechen bei Deutschland zum Beispiel vom deutschen Volk. Es gibt kein deutsches Volk. Es gibt deutsche Völker. Es gibt Badener, es gibt Schwaben, Schleswiger und Holsteiner, Nordrheiner, aber auch Westfalen. Das ist uns abhanden gekommen. Und diese natürlichen dörflichen Strukturen, die wir noch haben, das ist übrigens der Grund, warum wir uns, wenn wir uns gerade kennenlernen, siezen uns mit Sie. Wie geht es Ihnen? Was sagen Sie dazu? Warum siezen wir uns? Das ist Plural, Mehrzahl. Wenn ich Andreas Frühmark anspreche und ich sage, wie geht es Ihnen? Dann sieze ich ihn deshalb, weil ich ihn als Repräsentant seines Dorfes sehe und er natürlich auch sein Dorf repräsentiert. Und deshalb spreche ich ihn mit Sie und mit Ihnen an. Das ist aus der alten Struktur noch übergeblieben. Das sind die dörflichen, demokratischen Strukturen auch im alten Germanien. Ich halte das mal für ganz wichtig, diese Dinge auch mal auf den Punkt zu bringen. Die Problematik begann dann erst problematisch zu werden, als das große, alte, sogenannte antike Griechenland, Alexander der Große, im Rahmen seines Größenwahns, ob gut oder schlecht eben halt, versuchte, neue Gebiete zu erobern und annektieren. Das war schon längst nach Einsetzung des gnadenlosen Materialismus, der den Idealismus, der bis dahin galt, offensichtlich abgelöst hat. Zumindest sind das meine jetzigen Thesen, die ich habe. Ich habe übrigens kein Geschichtsbild, weil die offizielle Geschichte, die ich lese, die ist widerlegt. Die Geschichte, die ich habe, kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann nur anhand von Thesen und anhand meiner eigenen Erforschung mir Bilder machen, wie es gewesen sein könnte. Ich kann es aber nicht beweisen. Aber die Geschichtsbücher, die dienen letztendlich einem Zweck, den Machtsystemen die Grundlage zu bieten, die wir heute haben. Und das hat Karl Marx schon gesagt. Er hat gesagt, die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Das ist relativ einfach. Und ich möchte das einfach nur mal hinterfragen dürfen, und zwar ganz sachlich und nüchtern. Und wenn wir sprechen vom alten Griechenland, dann können wir das Thema vergessen. Es gab kein altes Griechenland. Das ist eine Lüge. Es gab griechische Städte. Es gab Troja. Es gab Athen, es gab Sparta, es gab Theben, aber es gab kein antikes Griechenland. Aber wo heute die geopolitischen Grenzen gezogen haben, die Städte, die dort alle drin sind, die nennen wir irrtümlicherweise antikes Griechenland, wobei das teilweise stark verfeindete Städte untereinander waren, wissen wir. Denn es ist tatsächlich nämlich immer auf dieser Ebene zurückzuführen. Das ist die sogenannte Demokratie. Bei den Römern später nannte man das eben halt nicht mehr Deme, dann nannte man das eben halt Res Privata und Res Publica. So hat man letztendlich die Systeme damals genannt, als Unterdrückungssystem der Sklaven im Rahmen einer Res Publica, woraus das Wort Republik kommt. Ein Unterdrückungssystem quasi für Untertanen. Vielleicht mal ganz interessant, dass man so weiß, wo man so wohnt. Auf jeden Fall, ich dachte, es könnte Sie interessieren. Ja, das Spiel ist natürlich noch nicht zu Ende. Wir müssen auch einfach sehen, damals gab es natürlich auch kein öffentliches Recht, wie wir es heute kennen, sondern private Verträge. Es gab noch keinen Staat, der Gesetze gemacht hat. Übrigens, in dem Moment, wenn Regierungen Gesetze machen, die Gesetze, die verhindern ja nicht die Aggression, sondern sie schaffen ja erst welche. Damals gab es erst normale Verträge. Und die Verträge untereinander, auch wenn sie allgemein verbindlich waren, die dienten dazu, dass man sich vertrug. Vertrag kommt von vertragen. Und wenn man sich vertragen will, dann regelt man das über Verträge. Ich finde unsere deutsche Sprache wunderbar exakt. Und da gab es natürlich auch kein öffentliches Recht im Sinne eines Staats, eines Staates, wie wir ihn heute kennen, wo wir plötzlich in der Situation sind und sagen, es gibt da einen Staat, eine juristische Person. Das ist ja sowieso eine unserer größten Verwerfungen aus meiner Sicht, dass wir plötzlich mit juristischen Personen konfrontiert werden. Wie AGs, GmbHs oder auch Staaten. Das sind letztendlich sind das Personen, die keine Organe haben, keine Sinne,
keine Intuition, nichts. Die werden per Eröffnungsbilanz einfach rücksichtslos ins Leben gerufen, ohne Herz und Seele und ohne jegliche ethische Moralvorstellung. Und unter diesen Pseudonymen lassen sich natürlich hervorragend diese Ausbeutungssysteme, wie wir sie heute vorfinden, regeln. Und die Leute, es gibt ja nun mal keinen Herrn Siemens mehr, sondern es ist die Siemens AG. Und der Vorstandsvorsitzende ist auch nur eine lustige Figur, die da untergeordnet ist und hat den bestimmten Leuten zu dienen. Das nennt sich Aufsichtsrat, die wiederum anderen Leuten dienen. Es geht um Profitmaximierung, das ist unser Problem. Und auf den Universitäten, das wissen wir, das Erste, was wir lernen, ist dort, ja, Religion. Da wird dann also erst das erste Brett am Kopf genagelt, dann das zweite, dann das dritte und so weiter. Und wenn man dann fertig ist, dann ist man komplett, geht man als Holzkopf raus. Und wenn man Glück hat, kommt man wieder raus, indem man sich die Bretter wieder runterreißt und fängt an zu denken. Ja, es ist eine neue Erfahrung. Für viele eine ganz neue Erfahrung. Unterhalten Sie sich mal mit Bernd Senf, den ich sehr mag und mit dem ich mich sehr verehre. Der hat das auch wunderbar verstanden und auf den Punkt gebracht und viele andere auch. Das meine ich nicht als Angriff, überhaupt nicht. Ich möchte mal kurz die Grundlagen der Demokratie darstellen. Ich habe zwar jetzt nur hier mein weißes Ding, aber es macht ja nichts. Die Grundlagen, die für eine Demokratie wesentlich sind, zwingend vorgeschrieben sind im alten Griechenland. Das eine ist Autonomia soll das heißen. Das soll Autonomia heißen. Stellen Sie sich das vor, das heißt Autonomia. Autonomia setzt sich aus zwei Wortbereichen zusammen. Aus Auto, selbst, und Nomos, Nom. Das sind die Grundlagen des Rechtes. Man kann sagen, im Prinzip etymologisch, es handelt sich um eine sich selbst Beherrschung. Um eine Freiheit. Man ist also frei und selbst beherrscht. Und unterliegt keinem Druck von außen. Man ist ein Autonomer. Ich fordere Sie auf, lassen Sie uns alle Autonome werden. Bitte verwechseln Sie das nicht. Danke. Verwechseln Sie das bitte nicht mit den Steinewerfern in Kreuzberg. Das sind einfach nur Chaoten, die sich vielleicht nicht mehr gar nicht mehr zu wehren wissen. Ich will das nicht mal alles platt machen. Aufgrund der Perspektivlosigkeit, dass sie dann letztendlich dann nichts mehr anderes sehen. Aber Autonome hat nichts mit Steinewerfern in schwarzen Kapuzen zu tun, sondern Autonome sind Menschen, die über sich selbst beherrschen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Das heißt, unter dem Unterpunkt Autonomia sind zum Beispiel Steuern verboten. Weil Steuern sind logischerweise Tributzahlungen oder Schutzgelderpressung. Und diese Schutzgelderpressung, die wir Steuern nennen, das wird ja alles mit aufgezeichnet, mein Ruf ist eh hin. Wir nennen es Steuern. Steuern heißt es deshalb, weil damit die Menschen gesteuert werden. Das ist wesentlich. Daher kommen die. Bitte achten Sie mal auf unsere deutsche Sprache, die so wahnsinnig und schön exakt ist. Deshalb, denn wenn Sie dann wissen, was Nachrichten sind, Nachrichten kommt ja von Nachrichten, da wird etwas nachgerichtet. Damit wir uns danach richten. Es handelt sich um eine Propaganda auf Deutsch. Und auch das ist wichtig. Also, Steuern sind verboten, weil es Tributzahlungen sind. Ganz eindeutig. Das nächste ist Isonomia. Oh Gott, das will, ich kriege das gar nicht hin, hier so ein N hier. Isonomia, das soll Isonomia heißen. Alle sind vor dem Recht gleich. Vor dem Recht, damit meinte man im alten Griechenland, die Hierarchie. Das ist das eigentliche Rechtssystem. Hieros, Archos. Hieros heißt heilig. Archos sind die Grundlagen des Rechts. Die heiligen Gesetze der Natur zum Beispiel. Wilhelm Reich hat sie nachvollzogen. Aber auch die ganz normalen Dinge, die wir kennen, die auch die normalen Wissenschaftler nachvollziehen können, wie Photosynthese und so weiter, die jeder kennt. Hier geht es darum, alle müssen vor diesem großen Grundrecht, vor den Gesetzen der Natur gleich sein. Keiner darf gleicher sein. Also, was ich hier runter mache, ist verboten. Zum Beispiel Immunität. Immunität heißt, dass ein Politiker, zum Beispiel ein Abgeordneter aus sonst wo, hier besoffen drei Leute über den Haufen fahren kann, ist aber beispielsweise Botschafter, hat also ein CC-Kennzeichen, der darf von der Polizei hier nicht einmal festgenommen und gehalten werden, weil er ist immun. Verstoßt gegen das Gleichheitsprinzip. Ein ganz klares System, Gleichheit.
Das nächste, was wir haben, ist natürlich auch, wenn denken Sie alleine an die Vergabe der Geldmengenrechte. Man hat einfach einer privaten Gruppe von Herren zugesagt, dass man sagt, ihr dürft in Zukunft die Welt regieren. Also diese sogenannten Zwangsmittel zur Zahlung drucken. Denn das ist ja das Entscheidende. Diese Zwangszahlungsmittel, diese Aufdrücken von Zwangszahlungsmittel, die ist natürlich ziemlich heikel, ist das hier. Das verstößt ganz klar gegen das Gleichheitsprinzip. Das ist wichtig. Das, was wesentlich ist, ist die Regionalität. Regionalität, das heißt also Regionalität. Oh Gottes Willen, sehen Sie, ich bin gar nicht drauf, sonst hätte ich das vorher noch mal geübt. Regionalität, also es geht um das Dorf. Wissen Sie, wenn Sie eine Führungsstruktur in einem Dorf haben und Sie haben einen dabei, der ständig alle anderen über den Tisch zieht, das spricht sich rum. Hundertprozentig. Der ist ganz schnell weg. Es spricht sich aber nicht rum, was beispielsweise Herr Verheugen oder Oettinger oder unsere Volksvertreter dort alle so machen. Sonst wären die vielleicht auch schon weg. Und das ist eben halt das große Problem, was wir haben. Regionalität ist ganz wichtig. Das nächste, was wir haben, ist, die Gesetze müssen verteidigt sein. Das heißt, die Verträge untereinander. Gesetze. Die Gesetze dürfen nicht verändert werden. Das heißt, die Regierungen unterliegen den Gesetzen und nicht umgekehrt. Und Platon hat damals schon darauf hingewiesen, als alter Grieche, hat gesagt, ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen, wenn nicht die Gesetze den Herrscher bestimmen, sondern diese das Gesetz. Und da sind wir heute. Man macht sich die Gesetze selbst. Man schreibt sich Verfassung und die ändert man ab nach Belieben wie eine Hausordnung. Oh, ich glaube, ich muss hier in der Gegend bleiben. Das ist eine Schwierigkeit mit seiner Kamera. Das heißt, das ist ganz wichtig. Man macht sich die Gesetze selbst. Das heißt, hier befindet sich natürlich eine dramatische Situation. Und wenn man das Ganze noch verbindet mit dem Thema Staat. Übrigens, die etymologische Wort von Staat kommt von Status. Status ist also ein Stand, eine Ist-Situation. Und die sollte beibehalten werden. Was meint man damit? Man meinte damit vermutlich die Macht, aber vermutlich auch die Vermögen. Das heißt, dieser Status der Umverteilungsmechanismen soll beibehalten werden. Der Begriff Staat in der jetzigen Form, wie wir ihn heute kennen, der ist übrigens erst im Mittelalter in Deutschland aufgetaucht. Findet sich übrigens auch im Altgriechischen, stammt unter anderem auch etymologisch aus dem Wort Stasis. Stasis ist ein griechisches Wort und beschreibt die Tyrannei, die auf großstrukturierten Demokratien beruhen müssen. Weil Demokratien in großen Strukturen immer zur Tyrannei führen. Weil die Unübersichtlichkeit einfach nicht mehr da ist. Ach so, was noch ganz wichtig ist, ist auch in einer Demokratie ganz eindeutig, sind Wahlen verboten. Die Wahlen sind verboten. Es gibt keine Wahlen in Demokratien, so wie es die alten Griechen. Und man hat das auch gewusst, warum. Es gibt die gaußsche Normalverteilung aus der Mathematik, die kennen wir, das ist diese Glockenform. Und da wissen wir, dass wir 100% Menschen haben, ich mache es kurz, davon sind 90% nicht unbedingt in der Lage, die Zusammenhänge so zu erfassen, um nachhaltig wählen zu können. 90. Dann gibt es ein paar komplette Vollpfosten und dann gibt es nur ein paar ganz wenige, die denken können. Die machen fast nur noch Promill aus der Bevölkerung. Und da entsteht das Problem. Wenn alle das Wahlrecht haben, dann wird das gewählt, was am meisten repräsentiert wird. Und das sind eben halt über 90% eben halt diese mehr ungewöhnlichen Menschen, die nicht unbedingt so, ja, wahlberechtigt sein dürften. Weil es gibt keine Wählerprüfung. Für jeden blöden Gabelstapler brauchen sie eine Prüfung, selbst wenn sie auf ihrem eigenen Betriebsgelände rumgurken. Aber es gibt keine Wählerprüfung. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, eine Wählerprüfung? Dann hätten wir, wenn 3% bis 5% der Bewohner zur Wahl gehen würden, hätten wir 100% wahlberechtigte Quote erreicht, glaube ich. Weil der Rest nicht dabei wäre. Einfach, weil er durch die Prüfung durchgerasselt ist. Ich hoffe, es fühlt sich keiner hier angesprochen. Wenn er sich angesprochen fühlt, dann meine ich ihn allerdings auch. Also das ist für mich schon sehr wichtig. Das heißt hier... Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt mit den Wahlen. So, gehen wir zurück zum Thema Staat. Ich kann jetzt leider nur so ein bisschen mischen. Ich habe ja nur hier so eine
eine Stunde Zeit. Wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, gehen Sie gerne auf unsere Seite und gucken mal nach. Ich habe da viel drüber gesagt, geschrieben und gemacht und rede auch viel und habe auch viele Vorträge. Auch zu diesem Thema ist es jetzt einfach nur mal ein Punkt. In einer Stunde können Sie nicht mehr als irgendeinen Punkt mal rausgreifen und da mal rüber ein bisschen diskutieren. Ich halte das nur für wichtig. Ist das Ihnen alles so klar gewesen, was ich hier gerade so sage? Das ist nämlich, ich stelle das nämlich fest, weil das ist ein Wort, weil jeder sagt, also heute war ein guter Tag für die Demokratie, sagt Herr Westerwelle zum Beispiel irgendwann. Wobei, bei der letzten Wahl hat er wohl recht gehabt. Aber, und es ist so, oh, also, nein, aber das, ich meine, wir müssen einfach, ja gut, das ist natürlich auch jetzt ein Extrembeispiel gewesen. Also die hatten ja, ich wusste nicht, dass sich der Finanztsunami nochmal durch einen Westerwelle über Tünchen lässt. Okay, eine Westerwelle. Auf jeden Fall. Nein, mein Thema ist, ich möchte gerne, dass wir logischerweise auch mal durchdenken, ob wir überhaupt in der Lage sind, tatsächlich die Zusammenhänge zu sehen und zu wählen. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass wir einen Staat darüber haben, der, wie gesagt, der Status ist, den wir in diesen Worten finden wie Stasis, Statist, auch in dem Wort, die etymologische Wurzel, auch Metastase, ist übrigens auch eine Wurzel des Wortes Staates. Das finde ich schon ganz beeindruckend, als ich das rausgefunden habe. Was ich hier so sage, das ist nicht so mal eben, das ist ja doch schon eine Menge Arbeit, die dahinter steckt, bis man das alles so zusammengewurstelt hat und zusammengetragen hat. Das klingt alles sehr sportlich und einfach, aber so ist es. Aufgrund dieser Tatsache, dass diese großen, unüberschaubaren Strukturen zur Tyrannei führen würden, das, was die Griechen Stasis nannten, war zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung auch die Demokratie explizit verboten worden. Man hat in der amerikanischen Verfassung reingeschrieben, dass eine Demokratie auf gar keinen Fall stattfinden darf, weil man wusste, wozu es führte. Und wer sich mit der amerikanischen Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß, dass es damals die Hamiltons gab, die Alexander Hamiltons, die Familie, die unter anderem auch mit Jefferson und so weiter die Unabhängigkeitserklärung gemacht haben. Und die waren dann auch der Meinung, nein, auf gar keinen Fall eine Demokratie im Rahmen der Vereinigten Staaten von Amerika, weil das wäre ein Widerspruch an sich, weil Demokratie ja immer nur auf Dorfebene möglich ist. Anders ist es nicht möglich. Einer der ganz wesentlichen Faktoren ist, dass wir uns wieder auf die Regionalität konzentrieren. Nicht auf die Einzelversorgung, das brauchen wir nicht. Eine arbeitsteilige Wirtschaft, wo jeder für einen anderen arbeitet, weil er bestimmte Fähigkeiten und Talente hat, ist durchaus vernünftig, absolut vernünftig. Wir müssen nicht zurück in die Steinzeit. Aber Regionalität halte ich schon für sinnvoll. Im Rahmen von Regionen, Nationen, wenn wir reden von international, inter heißt zwischen, inter-national heißt zwischen den einzelnen Nationen. Und das finde ich auch gut. Und nicht so international. Und keiner weiß so richtig, was es ist. Und es ist ein guter Tag für Demokratie und ein schlechter für die Diktatur. Das ist alles so schlicht. Wir gehen sehr schlampig mit den Worten um. Und dadurch können wir auch nicht sauber kommunizieren. Wir können uns da hinsetzen und können uns stundenlang unterhalten über gelbe Koalitionen oder grün oder rot oder Jamaika oder sonst was. Es hat sowieso jeder andere Vorstellung. Egal, was die für Verträge machen, Koalitionsvereinbarungen, die sind Schall und Rauch. Weil tatsächlich, die müssen ja auch, die können ja, weil jeder hat eine andere Vorstellung von dem, was er da sagt. Also müssten wir doch in irgendeiner Form auch anfangen, die Dinge mal zu hinterfragen. Alexander Hamilton wollte in USA ursprünglich eine monarchische Struktur einführen, wieder einen König oder König ähnlich. Das wollte Jefferson verhindern, weil ein König sehr oft auch schlecht sein kann. Nicht muss. Aber kann. Und das Risiko ist zu hoch bei großen Strukturen, dass ein König ausbeutet. Bei einer Diktatur besteht aber zumindest die Chance, dass es auch gut ist. Das kann man bei einer Demokratie in großen Strukturen komplett immer ausschließen. So absurd das klingen mag. Ich möchte das hier in dieser Klarheit auch einfach mal auf den Punkt bringen dürfen. Und dann hat Jefferson versucht, dagegen anzugehen und hat gesagt, halt, wir müssen eine Monarchie in USA verhindern und wollte dann eine Demokratie nach altem griechischen Muster, ich mache es jetzt sehr sportlich und sehr kurz, Historiker bitte ich um Nachsicht, weil es ein bisschen komplexer ist, und hat dann eine Partei gegründet, die Demokratische Republikanische Partei. Und jetzt kam das erste Mal der Begriff Partei ins Gespräch. Partei
Part. Part, lateinisch Teil. Eine Partei ist also eine Gruppierung, die einen Teil der Bewohner eines Staates frequentiert und die versucht hinter sich zu bekommen. Also immer zielgruppenorientiert, weil sie nur einen Part, wie der Name schon sagt, anspricht. Da das Gemeinwohl aber unparteiisch ist, kann keine Partei für sich jemals sagen, dass sie fürs Gemeinwohl zuständig ist. Der lügt schon vom Wort her an sich. Das finde ich sehr wichtig, dass man das weiß. Eine Partei kann niemals das Gemeinwohl ansprechen, weil das Gemeinwohl oder Commonwealth ist unparteiisch. Und nun kam Jefferson eben halt mit seinen Parteispielchen rein. Er wollte aber was anderes. Jefferson wollte offensichtlich nach heutigem Kenntnisstand die dörflichen handwerklichen Strukturen in sich geschlossen autark halten, die tatsächlich national arbeiten. Und aus diesem Grunde wollten sie diese Vereinigten Staaten von Amerika als eine Art Föderation, als Art Kommunikationsplattform aus Washington rüberziehen. Es ist nicht vollständig, aber zumindest eine grobe Richtung. Und deshalb hat man auch einen Wahlmann bestimmt in dem Dorf, woraus heute noch die Wahlmänner kommen. Die wurden nicht gewählt, sondern das waren damals die Menschen, die Führer eines Dorfes, auf die sich die Dorfbewohner geeinigt hatten. Der war der Wahlmann. Und der durfte dann mit seiner beschriebenen Kompetenz, die ihm das Volk ja attestierte oder die Menschen attestierten in dem Dorf, der durfte dann nach Washington gehen und hat dann eben halt die eigentliche Wahl durchgeführt, wobei eigentlich aus Jeffersons Idealen heraus gar nicht vorgesehen war, dass Washington überhaupt eine richtige Macht bekommt, sondern mehr so eine Art Kommunikationsplattform für alle Dörfer untereinander ist. Ich will es mal so einfach runterbrechen. So, ja, und dann ging es natürlich richtig zur Sache. Dann wurde aus dieser Struktur, die heraus resultierte, um Hamiltons Monarchiebestrebungen zu verhindern, wurde plötzlich das Wahlrecht eingeführt. Und da gab es Andrew Jackson. Andrew Jackson, amerikanischer Präsident, Anfang des 20. Jahrhunderts, führte in den USA nun plötzlich etwas völlig Undemokratisches ein, Wahlen. Weil Wahlen, wie gesagt, in Demokratien verboten sind, weil eben halt gar nicht jeder wahlberechtigt sein kann, weil er das Zeug nicht dazu hat. Das geht nicht. Das ist nicht böse gemeint, sondern faktisch völlig normal. Wenn wir in Regionen wieder wären, mit dörflichen Strukturen, mit Familien und mit Sippen, eine Sippe ist letztendlich eine weitergefasste größere Familie, die außerordentlich wichtig ist. Und was haben wir mit dem Wort Sippe gemacht? Na, das ist vielleicht so eine Sippe. Wie mit den Autonomen. Die wichtigen Begrifflichkeiten werden bewusst falsch eingesetzt, dafür werden zigtausende, hunderttausende von Experten eingesetzt, von den Manipulatoren unseres Gesamtsystems, die uns letztendlich in die Propaganda hier reinsteuern sollen, die wir Nachrichten nennen. Oder jetzt nennt man sie meistens News, dann kann es keiner mehr verstehen, was das ist. Diese Begrifflichkeiten sind falsch. Denken wir mal an Kinderarmut. Bei Kinderarmut stellt sich fast jeder vor, da geht es um Kinder, die sitzen an einem Tisch in so einer öffentlichen Tafel und müssen gespeist werden. Das ist furchtbar in unserer Zeit, dass es so etwas überhaupt gibt, bei dem Reichtum, den wir haben. So, ist das aber wirklich Kinderarmut? Wird mit dem Begriff Kinderarmut da nicht etwas getan, dass man ein wichtiges Wort wie Kinderarmut vergewaltigt für einen völlig falschen Zweck? Denn Kinderarmut ist, dass wir zu wenig Kinder haben. Weil Kinder ein Armutsfaktor schon für die Eltern sind, woraus übrigens die armen Kinder schon resultieren. Ein Kind als Kinderarmut zu bezeichnen, ist an sich schon absurd. Da wird das Kind im Prinzip schon als Wirtschaftsfaktor bezeichnet, was arm ist. Ja, das ist schon das Kind armer Eltern. Das Wort ist falsch eingesetzt, denn die Gegenvokabel von Kinderarmut ist ja Kinderreichtum. Da denkt aber keiner an Kindern, die jeden Morgen mit dem Ferrari zur Schule gebracht werden. Ja, denken Sie mal darüber nach, was hier bewusst gesteuert wird. Was hier bewusst gesteuert wird. So, und jetzt kommt was ganz Tolles. Bitte? Ein Einwand vielleicht. Bitte. Zum Beispiel Afghanistan, diese Stammesstrukturen, die haben. Ja. Ist das eigentlich Demokratie? Ja, klar ist das Demokratie. Klar, logisch ist das Demokratie. Natürlich. Sie können aber gerne noch was raushauen jetzt, wenn es so brennt. Also in dem Buch Die Apotheke Manitus, da geht es auch um indianische Demokratie. Und da steht, dass Benjamin Franklin den Ehrgeiz hatte, die Irokesen zu übertreffen, die auch so eine ähnliche Struktur hat, aber nur dörfliche Konsensdemokratie. Mhm. Und dass die amerikanische Verfassung irgendwie Kompromiss gewesen wäre zwischen Anarchisten und zwischen Franklin.
So ist es. Ich kenne die Geschichte der Cherokesen gut, weil die haben ja das System nachher besser angenommen als die Amerikaner. Deshalb wurden sie nachher verbannt. Ich kenne die Geschichte. Das ist ja das Interessante. Ja, die haben das nämlich geschnallt. Die waren nämlich nicht doof. Ich wohne ja in Kanada, wie viele von Ihnen wissen, und ich lebe an der Ostküste Kanadas, in Neuschottland, Nova Scotia, auf einer kleinen Insel namens Cape Breton. Und das ist eine wunderbare Ecke. Und da habe ich sehr viel mit Indianern zu tun. Und da lernt man erstmal richtig, da kriegt man die Rübe erstmal frei. Das ist wirklich so, als ob sie wirklich so eine Pulle mal rohrfrei saufen und dann wissen sie mal, was da noch plötzlich alles, was da noch drin ist in der Rübe, völlig verschüttet. Aber das dauert eben halt ein bisschen. Ich war viele Jahre lang Manager einer Unternehmensgruppe und ich weiß, was das heißt. Ich habe die Spiele alle mitgespielt und ich habe nichts ausgelassen, um mich lächerlich zu machen in meinem Leben, glauben Sie es mir. Aber nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, dass man auch daraus lernt. Das ist ja ein ganz wesentlicher Fakt. Zurück zur Geschichte mit den Wahlen. Mit dem amerikanischen Wahlrecht, das waren am Anfang übrigens nur Männer, die wählen durften, da war es so, es hätte aber nichts gebracht, weil Frauen sich da nicht so wahnsinnig unterscheiden an der Kante, auch was die Fähigkeit zum Wahlen im Rahmen dieser Systeme anbelangt, weil Frauen ja über eine sehr hohe emotionale Intelligenz verfügen und Männer eben halt über eine andere Form der Intelligenz. Und das ist das große Problem. Deshalb habe ich auch so ein Problem mit dieser Gleichmachung von Mann und Frau. Deshalb werden die Frauen auch unterdrückt, nicht weil sie schwächer sind, sondern weil sie einfach ethisch reifer sind. Das ist das große Problem. Männer sind halt plump und da geht die Gewalt siegt. Das ist das Problem. Ich kann es ja zugeben, ich bin selbst Testosteronträger oder zumindest gewesen jahrelang. Genau. Ich muss sie jetzt wenigstens wach halten nach dem Essen. Genau. Auf jeden Fall. Genau. Okay, auf jeden Fall freue ich mich, dass nicht so viele einschlafen. Es ist, den anderen sagen Sie bitte, was Sie versäumt haben. Auf jeden Fall. Nein. Und jetzt kam die sogenannte, was jetzt wirklich kam, und das ist die Einführung mit den Wahlen, die Ochlokratie. Ochlokratie ist, Ochlo heißt übrigens Pöbel, das ist die Pöbelherrschaft. Weil jetzt jeder Vollpfosten eben halt wählen darf. Und jetzt beginnt natürlich das Problem für die Regierenden, sie wollen wiedergewählt werden. Was sind denn die logischen Konsequenzen, wenn sie gerne ihren Job behalten möchten, als Regierender Nichtsnutz? Dann fangen sie doch an und versuchen sich erstmal Leute gefügig zu machen, zu kaufen. Das Erste, was sie machen, sie stocken den Beamtenapparat auf, denn die sind schon mal abhängig. Dann versuchen sie immer mehr Leute in die Abhängigkeit zu bringen. Durch Schmieren, durch Korruption, was auch immer. Das ist der entscheidende Punkt. Sehen wir uns mal die heutige Situation an. Wir haben über 50% der deutschen Bevölkerung sind entweder Beamte im öffentlichen Dienst, von Sozialleistungen abhängig, in welcher Form auch immer, Umschulung oder was auch immer, Hartz IV. Und viele Unternehmer, die von Staatsaufträgen leben. Wissen Sie, das Problem ist, die sind also von den Regierungen abhängig. Wenn jetzt 60% der Bevölkerung wählen gehen, und 50%, und die gehen wahrscheinlich alle zum Wählen, weil sie alle abhängig sind davon, im Prinzip schon abhängig sind, dann ist das Kontrollorgan kein Kontrollorgan mehr, nämlich die Wähler, weil nämlich die Regierungen von ihren abhängig Beschäftigten gewählt werden. Es findet keine Kontrolle mehr statt. Und hier ist der Beweis schon erbracht für eine Tyrannei. Wissen Sie, es gibt zum Beispiel die Frage, und jetzt kommen wir in die Ökonomie rein, weil natürlich im Rahmen dieser Ochlokratie das Finanzsystem übernommen hat die gesamte Regierung und die Regierungen mittlerweile die Handlanger sind, zum Beispiel der Banken. Wir wissen alle hier in diesem Raum, denke ich, dass Banken Geld aus dem Nichts schöpfen. Und letztlich diese Gesetze, die die Regierungen machen, dass diese Gesetze von den Machtinhabern, sprich der Finanzen, der Banken, initiiert werden, inszeniert werden. Die Volksvertreter machen nicht unsere Gesetze. Das machen die Nutznießer davon. Das kann man durchaus als mafiöse Strukturen bezeichnen. Das möchte ich einfach so sagen. Und was mir wesentlich ist, ist eigentlich eines. Wir müssen lernen, wirklich wieder autonom und autark zu sein. Wir müssen lernen, dass wir unsere Stimme behalten und nicht abgeben sollten. So wie wir alle 4 Jahre aufgerufen. Wir sagen es ja sogar noch. Wir geben unsere Stimme ab. Ja. Ich behalte meine lieber, auch um sie zu erheben. Wie jetzt. Wir gehen in ein Wahllokal. Lokal, das ist interessant. Da falten wir unsere Stimme und stecken sie in eine Wahlurne. Und
Und eine Urne ist ein Aufbewahrungsgefäß von sterblichen Überresten. Können Sie bei Wikipedia nachlesen, und da ruht sie dann, unsere Stimme, für 4 Jahre. Wenn wir nicht lernen, wirklich uns wieder auf uns selbst zu besinnen, Autarkie und Autonomie wieder in Gang zu setzen, dann wird das nichts mehr. Das sage ich Ihnen ganz offen und ganz ehrlich. Es geht nicht darum auch, dass wir sagen, was darf jetzt nicht sein oder was. Wir wissen auch alle, was wir nicht wollen. Mir ist viel zu kritisch mittlerweile die Problematik. Jeder weiß, was er nicht will. Wer weiß eigentlich, was er will? Wo ist der Plan B? Was ist denn 89? Das Schlimmste, was den Leipziger Volksaufständlern damals passierte, war, dass die DDR zusammengebrochen ist. Damit war ihr Auftrag erfüllt und keiner wusste mehr so. Jetzt ist sie weg und jetzt? Und dann kamen dieselben Machtinhaber und haben das System wieder aufgebaut, die auch vorher schon die DDR gesteuert hatten. Auch vor der Gründung der Sowjetunion und so weiter. Geschichtlich versierte wissen, worauf ich anspiele. Und das ist für mich ganz wichtig. Wir leben in einer reinen dogmatischen Matrix, die man uns verkauft. Und wenn wir uns davon nicht lösen, haben wir große Schwierigkeiten. Und wenn Sie jetzt glauben, ich verliere den Boden unter den Füßen, das kennen Sie von mir, wenn Sie meine Videos gesehen haben oder meine Auftritte mal, dann freuen Sie sich darüber. Den Boden unter den Füßen zu verlieren, ist das Beste, was Ihnen passieren kann. Wissen Sie, wenn Sie auf dem Boden fest verankert stehen und Sie drehen sich immer nur im Kreis, dann sehen Sie nur Bäume, Bäume, Bäume. Das ist unsere Ochlokratie, die ist darauf ausgelegt. Wenn Sie den Überblick haben wollen, müssen Sie in die Vogelperspektive. Sie müssen dazu aber erst den Boden unter den Füßen verlieren. Genießen Sie diese Flüge. Ein Absturz ist gar nicht möglich. Sie lernen dann nur eins. Sie lernen plötzlich Eigenverantwortlichkeit. Sie haben keinen mehr, dem Sie das abschieben können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das lernt man übrigens, wenn man frei in der Natur ist. Wir haben uns völlig, völlig getrennt von der Natur. Ich wohne ja, wie gesagt, in Kanada, mitten in einem Urwald, mit einem Fluss vorbei und so weiter, wo ich auch meine Aufsätze schreibe und meine wissenschaftlichen Arbeiten wirklich auch definiere, wo ich wirklich mich auch dann hinsetze und mich mit so einem Blödsinn wie einem Wort wie Demokratie, über das ich hier eine Stunde rede, auseinandersetze. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dinge angehen. Es ist wichtig, dass wir das Thema Staat angehen. Übrigens alle 14 Tage, wer sich dafür interessiert, gebe ich kostenlos Aufsätze raus im Rahmen von sogenannten Newslettern in Form von Videos und so weiter und so fort. Einfach nur unter wissensmanufaktur.net sich anmelden und dann kriegt er die. Die werden für nichts verbannt. Ich bin in der glücklichen Situation, Gott sei Dank, dass ich finanziell die Möglichkeiten habe, so klar zu kommen, dass ich auch ohne Werbung und ohne alles arbeite. Und wir sind mittlerweile ein unabhängiges Institut und wir haben eine hervorragende Crew von Wissenschaftlern mit in unserer Beratungscrew, die nicht alle genannt sind, aber die da sind. Und wir arbeiten momentan vor allem auch daran, wie soll es laufen, wenn das System kollabiert? Denn das kann nicht mehr so lange dauern. Und wir spüren es alle im Bauch. Aber wir sollten keine Angst davor haben, denn das ist die Chance für den großen Neuanfang. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auch in Kanada bin, weil viele sagen zu mir, ja, du verpisst dich jetzt einfach. Nein, das tue ich nicht. Aber ich weiß, dass ich natürlich schon zu der Gruppe gehöre, die aufgrund ihrer Unbeliebtheit auch gewissen Gefährdungen ausgesetzt ist. Das ist mir völlig klar, weil ich war Vorstand, wie gesagt, eines Unternehmens und ich kenne sehr viele Leute aus der Liga und da sind einige, die finden das nicht so toll, was ich sage. Und wenn ich dann in Kanada bin, da habe ich eben halt doch schon meine Ruhe. Und weil ich von dort aus mehr machen kann, vielleicht für mein Land hier, denn ich hänge sehr an meinem Land. Ich bin einer, der zu seinem Vaterland steht. Aber ich bin kein Nazi. Ja, das darf man ja nicht mehr in Deutschland. So. Und das ist das, was ich wünsche. Und wenn wir da wieder hinkommen, und damit mache ich wieder ein bisschen Zeit gut, weil eigentlich bin ich damit schon von meiner Kernthese durch. Wer Fragen hat zum Thema auch Kanada oder was, der kann mich auch gerne fragen. Also gar kein Thema, weil es ist eine sehr, sehr spannende Gegend auch, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Möchte noch jemand Fragen stellen an dieser Stelle? Ja? Wir haben kein anderes vielleicht, wie Sie sich das oder vorstellen, das danach. Okay, die Frage ist, wie stelle ich mir das danach vor? Da reicht diese 5 Minuten reichen nicht, aber es geht in eine ganz bestimmte Richtung rein. Die Frage ist völlig berechtigt. Das Erste, was wir haben, wir müssen ein paar grundsätzliche Verfassungsfragen klären, die ich als sehr wichtig finde. Ich habe Ihre Frage sehr wohl genommen. Deutschland ist natürlich keine GmbH. Das ist mir zu kurz gesprungen. Das Problem ist, dass auch ein Verschwörungstheoretiker in einer Minute mehr dummes Zeug behaupten kann, als ein Wissenschaftler in seinem Leben widerlegen könnte. Das muss man auch mal. Und das ist auch ein großes Problem. Das möchte ich auch mal sagen. Denn da
laufen mir viele, viele suspekte Menschen rum, die ich, mit denen ich nicht unbedingt zu tun haben möchte. Also Deutschland ist erstmal keine GmbH. Ja, aber darum geht es auch gar nicht. Aber die Frage ist auch, dass diese ganz große Frage, oh, wir brauchen unbedingt eine Verfassung, Verfassung, Verfassung. Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten eine Verfassung. Die Amerikaner haben übrigens eine. Und was nützt es ihnen? Also das ist ja alles schön, das ist ein Punkt von vielen, aber wir sollten uns nicht auf solche Dinge festschießen und dann noch eine Reichsregierung und noch so ein Blödsinn. Das bringt uns überhaupt nicht weiter in dem Moment, sondern wir müssen versuchen, strukturiert erstmal überlegen, was wollen wir. Und dazu fängt es an, ich mache mal einen ganz kurzen Schnitt, einmal, wie müsste ein Geldsystem laufen, dass es funktioniert. Und jetzt können wir uns über Goldwährung oder über fließende Gelder im Rahmen von Giselle oder Kreditierung oder was auch immer nennen, es ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich habe da meine Meinung, die ich aber nicht preisgebe, weil die würde jetzt zu weit führen. Das nächste ist eben halt, die Eigentumsökonomie, auch sprich das Bodenrecht, was dringend angesprochen werden muss. Für mich ist ein ganz wesentliches Moment, dass ich eigentlich die juristischen Personen abgeschafft haben möchte, auf jeder Form. Kein Staat, keine GmbH, keine AG, nur noch Menschen. Regierungen ja, kein Staat. Es ist ein großer Unterschied, weil der Staat eine juristische Person ist, eine Institution, die im Prinzip herrschaftliche Strukturen hat, die gegen die Demokratie verstoßen, weil, wie gesagt, Tributzahlungen und Steuern sind in der Demokratie verboten, wie übrigens auch kommerzielle Politiker verboten sind. Kein Politiker darf Geld bekommen für seine Arbeit im Rahmen der Demokratie. Das verstößt gegen die Demokratie. Es ist ihnen eine Ehre, für sein Volk zu dienen. Hätten wir diese Grundlage, hätten wir Berlin entvölkert. Ja, ja. Sie haben eine Frage. Ach, Sie sind das. Ja. Er sagt, er ist öfters in der Schweiz. Ja, okay. Fühlt mich da sehr wohl. Glaube ich. Beobachte dieses System. Und was sagen Sie jetzt dazu? Ich wiederhole es sofort. Ja, ganz schnell. Was sagen Sie aufgrund dieser Definition Demokratie? Also wie vergleichen Sie die Schweiz meinetwegen mit der Deutschen? Die Schweiz ist etwas weniger schlecht als Deutschland. Die Frage ist mit der Demokratie, ist die Demokratie in der Schweiz vergleichbar mit der Deutschen und wie würde ich die bewerten gegenüber der Deutschen? Sie ist weniger schlecht. Noch ganz deutlich. Die Demokratie in der Schweiz ist definitiv etwas weniger schlecht als die deutsche, führt zwangsläufig aber auch zu dem, was wir gerade in der Schweiz leben. Die Schweiz wird gerade genauso an die Wand gefahren und geschlachtet. Und das tut mir weh. Ausgerechnet die Schweizer, denen ich sehr verbunden bin, ich habe sehr viel Kontakte zur Ostschweiz, darin sieht man übrigens sehr schön auch, dass es kein Schweizer Volk gibt, sondern Schweizer Völker. Es gibt Italienisch sprechende, Französisch sprechende, wenn wir Genf sehen. Wir sehen die eben halt die deutschsprachigen, die germanischen, helvetischen Abstammungen aus der Ostschweiz und so weiter. Das ist ja ein unglaublich spannendes Moment. Hier geht es letztendlich darum, wir führen das Prinzip Teile und Herrsche. Das ist für mich wichtig. Wir müssen erst einmal lernen, dass wieder die Völker zueinander finden, in sich, weil der Ostschweizer mit dem Genfer relativ wenig am Hut hat. Und das ist das große Problem. Und wenn wir uns, nehmen wir mal den Ostschweizer, das ist ein hochspannendes Thema. Dort haben wir noch Bregenz, da sehen wir die, und dann sehen wir noch auf der anderen Seite Lindau, also Deutschland. Wir sehen Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist eigentlich eine ethnische Gruppe. Dort hat man drei Grenzen. Offensichtlich sind die sehr stark als ethnische Gruppe. Was wir übrigens sowieso in Deutschland sehen. Ich habe Respekt vor diesen Stuttgart 21 Gegnern, die das erste Mal, die sitzen den ganzen Tag ganz ruhig und schneiden ihre Hecke und plötzlich drehen sie ab. Und das, ja, und das finde ich, ja, daran sieht man, ja, das ist ein gutes Zeichen. Das ist so diese Mentalität. Aber man zieht genau dort die Grenze. Stattdessen zieht man die Grenze zwischen Süddeutschland, den Badener und den Schleswig-Holsteiner. Die kommen jetzt plötzlich in ein Land, müssen sogar noch einen Länderfinanzausgleich machen. Aus Sicht eines Badeners ist ein Schleswig-Holsteiner ein Wikinger. Da hat er überhaupt keine Emotionen zu. Und jetzt werden wir so noch im Rahmen der EU zusammengewuchert. Glauben Sie allen Ernstes, ein Kieler Werftarbeiter geht für seinen entlassenen Kollegen in Athen auf die Straße? Never. Weil so sind wir nicht konzipiert. Meine Zukunft liegt in regionalen Systemen. Meine Struktur, wie ich sie sehe, ganz klar im regionalen Bereich. Und natürlich auch der Bereich, wie gesagt, des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir müssen Wirtschaft völlig neu definieren. Das ist so ein Begriff, bedingungsloses Grundeinkommen. Die Schweizer Demokratie ist mittlerweile aufgekauft, platt gemacht. Die Schweiz ist aus meiner Sicht
finanziell am Ende. Das hängt damit zusammen, dass sie zwei Banken gehört, Credit Suisse und UBS, die mehr Staatspapiere gekauft haben, die also im Prinzip in einer Schuldensituation sind, die das fünffache Bruttoinlandsprodukt der gesamten Schweiz ausmacht. Und das ist eigentlich tödlich. Solche dramatischen Zahlen hat nicht mal USA. Das Problem ist ganz einfach nur, es wird hier einfach völlig falsch dargestellt und es werden auch Äpfel mit Birnen verglichen. Und vor allem, was wirklich nicht stattfindet, ist Begriffsbestimmungen. Jetzt gehen wir zu weit in Details. Für mich ist wichtig, ich wollte einfach nur mal das Thema Demokratie, und wenn Sie dann irgendwann mal sowas hören, dass einer mal sagt, ja, wir brauchen ein bisschen mehr Demokratie oder weniger Demokratie, und er spricht von Volk, Bürger und von Regierungen, dass Sie vielleicht dann mal drüber nachdenken. Ich habe da eine Menge zu geschrieben, auch auf meiner Seite, gibt es auch Videos dazu, gucken Sie einfach mal rein. Das war's von mir. Danke Ihnen. Danke. Danke. Thank you.